Hallo und herzlich willkommen zum kleinen Erntevideo. Ja, ich muss sagen, ganz schön witzig zurzeit bei YouTube. Warum? Naja, ich habe gestern hier den ganzen Nachmittag verbracht, Unkräuter und Beikräuter zu entfernen. Und hier waren ja meine Zwiebeln in der Mitte, so zwei Reihen, und außenrum der Knoblauch. Und da habe ich gesehen, der Knoblauch, ja, der könnte jetzt wohl auch so langsam raus. Die Halme sind alle umgeknickt, teilweise schon sehr trocken, das Gras. Habe ich mir gedacht, den ernte ich heute mal. Ja, und jetzt komme ich vorhin von der Arbeit, schalte meinen Computer an und gucke so, was bei YouTube los ist. Und wer hat noch alles den Knoblauch geerntet? Den Dennis vom Garten ganz nah, verlinke ich euch hier oben mal, habe ich vorhin gesehen. Und heute Morgen gab es noch ein Video von Sascha vom Selfbio. Der war bei Marcel bei der Gartenoase und die haben auch gemeinsam Knoblauch geerntet. Fand ich ganz witzig. Also ist wohl gerade so ein Knoblauchboom. Florian, hast du eigentlich auch Winterknoblauch gesteckt? Dann müsstest du doch auch bald mit der Ernte dran sein, oder? Ja, also ich habe meinen ja im Oktober letzten Jahres gesteckt und zum Frühjahr einmal gedüngt mit Brennnesseljauche. Also angegossen so ein bisschen und das hat ihm ganz gut getan und jetzt wollen wir mal gucken, was sich dahinter so verbirgt und wie die Knoblauchzehen so aussehen. Ich nehme da hier so meine Forke, stecke da vorsichtig rein und hebel das Ganze hier so ein bisschen auf, damit der Knoblauch schön locker aus dem Boden kommt und dann schauen wir mal. Ja, ich muss sagen, bin zufrieden mit der Größe, aber die Erde ist noch ein bisschen feucht. Ja, obwohl es geht, wenn man ein bisschen klopft. Hier, ihr seht's, fällt ganz gut ab. Doch, das sieht gut aus. Ich glaube, den kann ich wohl hier rausholen. Schau mal die nächste an. Ja, auch die sieht ganz gut aus. Nochmal die nächste. Mal schön vorsichtig. Ja, die ist ein bisschen mickrig, aber insgesamt denke ich, kann ich mit der Ernte hier weitermachen. Und dann schauen wir mal, wie die anderen so aussehen. Ja. Ich muss schon sagen, da sind schon ein paar ganz schöne dicke Oschis mit bei. Hier muss ich ein bisschen vorsichtig sein, wegen der Kapuzinerkresse. Die ist nämlich auch schon wieder richtig schön am Blühen hier. Und die Hummeln sind auch überall schon wieder drin. Ist auch immer wieder schön, so eine kleine Kapuzinerkresse auch mal zwischendurch zu naschen. Ganz dicke Knolle hier, glaube ich. Oh ja, das ist auch ein schönes Prachtexemplar. So, das waren sie. Dann wollen wir sie mal ausschlagen und einsammeln. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Oder was meint ihr? Dann wollen wir das Ganze mal an ein trockenes Fleckchen bringen. Hier unterm Terrassendach, da ist es trocken und auch schön luftig.
Hier habe ich auch vor einiger Zeit meine Zwiebeln zum Trocknen aufgehangen. Das sind die, die ich ja schon im Gartenrundgang kurz gezeigt hatte. Und die hängen jetzt hier schon, ja, ich glaube so eine Woche ungefähr. Und hier werde ich jetzt auch den Knoblauch auslegen, dass der ein paar Tage jetzt erstmal hier noch abtrocknen kann. Und wenn dann die Außenhaut ein bisschen trockener geworden ist, dann kann man die auch schön eben sauber reiben und dann bündeln und zum Trocknen aufhängen. Die Zehen sollten schön einzeln liegen, damit das da schön ablüften kann und abtrocknen kann. Wir wollen ja nicht, dass die schönen Knoblauchzehen anfangen zu gammeln. So. Ja, ich bin mit der Ernte zufrieden. Wie gesagt, ich habe sie letztes Jahr ungefähr im Oktober war es gesteckt und ja, macht keine Arbeit. Knoblauch, einfach eine freie Ecke im Garten haben, die Zwiebeln stecken, also die Zwiebeln und die Knoblauchzwiebeln. Und dann kann man das jetzt zu diesem Zeitpunkt ernten und man hat immer reichlich Knoblauch im Haus. Ja, ich hoffe, das kleine Erntevideo hat euch gefallen und bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis dahin, ciao, euer Stefan.